Hi Leute, vor dir. Ein Wettkampf zum Eindaddeln mit Simple von Hellraisers. Naja, also ich bezweifle ja, dass es der echte Simple ist, aber naja. Ich habe gerade schon mit ihm gespielt, ein Match, das war halt einfach ein Random. Dann habe ich ihn einfach geaddet, weil ich wissen wollte, ist der echt oder nicht echt. Also eigentlich glaube ich ja nicht, dass er Matchmaking hier mal auf meinem Niveau spielen würde. Gold 3 hier, ne? Gold Nummer 3, das ist echt, also. Okay. Platoon. Ah! Der Platoon war leer. Ja. Seit Tagen, bin, also eigentlich bestimmt seit ein, zwei Wochen gar nicht mehr richtig gespielt. Immer nur so ein Match vielleicht zwischendurch und ja. Oh, wir spielen mit Hellraisers gegen Navi. Aha. Kurz mal SMS beantworten von meiner Freundin. Wie gesagt, ist natürlich immer schwierig. Also bei mir ist es so, ich brauche immer Übungen, wenn ich ein bisschen was treffen will. Und ich habe jetzt also ein Match eben gespielt. Das ist jetzt das zweite Match. Jetzt die ganze Woche gar nicht gespielt, sondern nur maximal eingeloggt, um irgendwie keine Ahnung, was zu machen. Na egal, komm, wir gehen zusammen. Bei mir ist das so, wenn ich ein bisschen raus bin, dann kann ich mich echt nicht auf das Game konzentrieren. Dann bin ich total verballert. Aber naja, das ist halt so. Da muss man durch. Irgendwie muss man ja wieder reinkommen. K, K, K. K, okay. Hab ich K, hab ich K, hab ich. Short. Ja, nimm die Waffe. Mein einer TT minus 70. Na, geht nix. Nee. Geht nix. Naja. Nein. Yes, man. Naja, war eine Eco und war eigentlich so gesehen Okay. keine allzu schlechte Ja, Eco, okay. aber vor allem wenn ich hier die ganze Zeit versuche zu quatschen, dann kriege ich ja nicht mit, was meine Mates hier so machen, was die, na gut, kommunizieren ist ja eh hier irgendwie nicht so toll. Wieso hat er gekauft? Alle tot. Ja. Ja, irgendwie muss man ja wieder anfangen und deswegen finde ich gut, dass ich einen Gold 4, Gold Nummer 4, so ein Smurf habe halt, ne, mit dem man einfach ein bisschen entspannter spielen kann, ohne jetzt irgendwie Angst zu haben, dass man mit seinem Hauptaccount wieder abrutscht. Ich hatte ja irgendwie sowieso schon von Master Guardian 2 auf Master Guardian 1 einen Abstieg. Und hier ist das halt völlig egal. Also, und wenn ich Gold Nummer 1 werde, ist mir das trotzdem total Latte. Deswegen ist das halt einfach entspannter, ne? Also, sonst hat man so ein bisschen Angst um seinen Ich Rang, höre wenn euch man ganz irgendwie flüchtig, Mann. so wochenlang We shall rule the day.
vielleicht, ich weiß nicht, versucht hat, irgendwo auf einen bestimmten Rang aufzusteigen oder hochgespielt hat und keine Ahnung. Also MG2 ist ja auch schon, naja, nichts Besonderes, aber trotzdem haben viele auch irgendwie, sind viele weiter unten drunter halt. Und normalerweise bin ich auch der Meinung, dass ich MG2 spiele, aber jetzt gerade definitiv nicht. Also das, da muss man sich nicht drüber unterhalten. Komm raus. Jetzt haben wir gekauft und verkacken die Runde hier. Oh. Einer ist in der T-Base. Mal gucken, wo er. Ah! 66, naja. Ich dachte eigentlich, der geht oben rum. Aber, ja. Simple 1 zu 4. Also, eben gerade war er echt gut. Da haben wir Mirage gespielt, also da war er zumindest Teambester. Ja, jetzt trifft er irgendwie nichts. Und die kaufen. Ja, aber trotzdem, ich find's gut zum Beispiel, ich meine, unabhängig davon, wie scheiße man spielt hier, ne? Es bringt halt nichts, wenn man seine Mitspieler hier, egal ob man die kennt oder vielleicht irgendwie sind die random hier dazugekommen, es bringt halt nichts, sich gegenseitig zu flamen im Team. Im Gegenteil, das ist. Das ist nur negativ. Das ist nur von Nachteil. Ja, ich treffe nicht. Naja, wir sprechen uns halt auch sowieso nicht ab. Ach so, ist der letzte. Wo ist der letzte? Rampe A. Geh mit B. Simple dreht wieder auf. Also, wie gesagt, es wäre natürlich ganz witzig, auch mal so ein Spieler in der Freundesliste zu haben, von dem man was lernen kann und so weiter. Aber ich bezweifle ganz, ganz, ganz stark, dass das der echte ist. Und das wiederum verstehe ich wieder nicht. Nur weil es irgendwie einen tollen Spieler gibt, der, also vielleicht ein Pro-Gamer ist. Ich verstehe nicht, wenn man, also ich verstehe es nicht, dass man sich irgendwie so nennt wie ein bekannter, guter Pro-Gamer. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Und das gibt's ja echt, also ich habe ja auch schon mal gegen Olaf Meister, gegen JW, gegen alles Mögliche gespielt. Es ist halt, es muss nicht sein. Und man kann sich, wenn man halb, also wenn man wirklich was auf sich hält, dann kann man ja vielleicht auch versuchen, seinen eigenen Namen bekannt zu machen, indem man vielleicht, naja, man muss ja nicht gleich Pro-Gamer sein, um irgendwie seinen Namen bekannt zu machen. Man kann auch streamen, man kann YouTube betreiben, kann Kanal auf YouTube, was auch immer, also. Man muss noch nicht mal wirklich sehr, sehr gut sein. Also, man muss nur ein bisschen unterhalten können und so weiter. Das kann ich nicht unbedingt gut, aber trotzdem, naja, also war jetzt natürlich auch nicht mein Ziel, aber manche Leute kennen mich ja durchaus auch in der CSGO-Szene. Ich bin jetzt echt nicht irgendwie besonders guter Spieler oder so. Und auch kein besonders guter Entertainer. Ah, okay. T-Base ist schon mal. Ja, genau. T-Base. Ja, die Bombe ist auch da. Ja.
eine Minute Zeit. Wow. Einer 30 HP. Ja, schade. Ja. Wir hatten gar keine Eco. Also ich nicht, ich hatte gekauft. Oder hatten die Gegner hatten Eco. Ja. Warum bin ich schon wieder Erster? Also ich achte eigentlich gar nicht drauf, was hier abgeht. Ich versuche einfach nur irgendwie rumzuballern. Jetzt haben die gekauft. Na gut. Galil. Ich finde Galil geht gut ab, wenn man ein bisschen entspannter spielt. Na, ich mag das nicht, wenn man sich gegenseitig blockt. Was macht denn mein Team? Also ich versuche ein bisschen hier abzulenken. Ah, shit. Mein Team stirbt. B einer. One on spot. Tournee. Going short and cities. Achso, wir sind zu zweit nur noch. AWP City, AWP City. Ja, scheiße. Boah, ich treffe nicht. Außerdem Kill in Konsole, das geht sowieso nicht mehr. Ja, ich weiß ja nicht, also irgendwie läuft das auch bei meinen Mitspielern hier so gar nicht. Schwierige Aussprache hier. Naja, also wir sprechen uns ja auch nicht ab. Schön. Und laufen einfach nur wild durch die Gegend und versuchen irgendwas auf Frags zu ziehen, aber das funktioniert halt oft nicht. Wir hätten noch hier irgendwo eine AWP oder so da. Ne, Quatsch, ist keine AWP. Ja. Ja. Eine schöne Basilisk. Wie fällt jetzt? Ja, die flamen sich schon gegenseitig. Ah. Das war doch eine Teamflash, oder? One more TT, last AVP CT. That's AVP CT. Don't face it.
Hit to short. Smoke! Ich würde eigentlich schon gerne versuchen, die Waffe zu safen hier. Okay, der ist lang. Yes. Ja, der war low. So. Also ich würde sagen, wir können hier noch zurückkommen, ja? Wenn wir noch ein bisschen spielen, also ein bisschen besser spielen als bisher. What? Lol. Ist das Nova oder? Noch einer, glaube ich, lang. Das gibt's ja nicht. Ich bin Erster hier in dem Noob-Haufen. Ja. What the fuck are you doing, guys? Hauptsache, die fangen nicht an zu flamen. Weil das ist ein bisschen nervig. Die sagen ja gar nichts. Shut up, okay. Hat die Fresse. Ja, da geht's los. Aber ganz einfach, wenn jemand anfängt zu flamen, sage ich noch einmal und dann ist Mute hier angehört. Ja, es war Nova. Nee, hab ich einfach keinen Bock drauf. Ist, auch wenn man verliert, also es geht einfach einem auf den Sack. Selbst wenn ich irgendwie echt super urschlecht bin, passiert ja alles Mögliche, muss man halt trotzdem nicht sich gegenseitig flamen. Und das, ja, dazu stehe ich halt auch. Da habe ich keinen Bock drauf. Hatten die wieder eine Eco oder was? Wahrscheinlich schon. Ehrlich, wie gesagt, ich konzentriere mich gar nicht. Ich laufe hier einfach nur rum. Ne, ich nehme jetzt keine Arbe mit. Wir haben mindestens eine. Ja, wie gesagt, also ich denke mal, das können wir noch gewinnen hier. Hoffentlich geht das Spiel nicht mehr so lang. Ich hab die lange gesmoked. Ins Gesicht. City. Oh wow. Ich wurde reported. Lol. Ich bin im Moment sowas von ja, schlecht. Sure. Aber naja, gut, wenn die meinen. Grenade.
Mann, ey. Ich weiß nicht, wo die geplantet haben. Aber er schafft es sowieso nicht. So, wer? Baranka. Achso, jo. Ja, ich muss meine AK hier wieder aufheben. Was ist das für ein hässliches Safari-Mesh? Autotaka for the win. B is going CT, B is going CT. I am planting the bomb. Smoke! Bomb has been planted. One more CT, CT. Oh, ich treffe ihn nicht. Oh. Sorry man, sorry, I don't see you. Ins Gesicht, naja gut, nicht ins Gesicht, der war tot. Ruf mir gewinnen. Wer? Egal. Ich hab keine Lust auf AWP. Nope. Geht mir AWP. Ja. Ich hatte ja eigentlich dem gedroppt, aber naja, gut. Play, man, don't. Kidding. What? Ich treffe ihn nicht. Too long. Ein bisschen spannend. Jetzt hier eine Gesangseinlage von Forty höchstpersönlich. Ein bisschen Spaß muss sein. Ne, das war's auch schon. Genug Spaß. Ja, okay, die Runde müssen wir abgeben. Schade eigentlich. Aber es ist noch nicht ganz vorbei. Wir können ja gleich noch ein bisschen noch eine Runde in Führung gehen. Kohle habe ich eigentlich genug, dass ich allen droppen kann hier. Ins Gesicht. Hauptsache, die reporten mich, ne? Noch jemand? We will defeat the mercenaries. I'm throwing a flashback. Throwing a flashback. So, letzte Runde. Ja, A ist hier, also wir müssen da irgendwie was anderes machen. Wobei wir haben ja eigentlich auch tatsächlich meistens A eingenommen. Also wir wissen jetzt, wo die stehen. Ich weiß nicht, also eigentlich müssen wir doch... Eigentlich müssen wir doch hier was auf die Kette kriegen. Also ich glaube, einer steht immer noch K. Nein, den habe ich da hinten nicht gecheckt. Ja, also gleich wird der Spieß hier umgedreht und da spielen wir CT. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir die Runde hier noch nach Hause bringen. 3 gegen 3. Ich habe nur Scheiße gebaut.
Aber ja, ich denke mal, als auf, ja, ich denke mal, auf CT wird das schon gehen. Der einzige, bei dem der überhaupt irgendwas trifft, ist halt der, was auch immer das bedeuten soll, Hitler, keine Ahnung. Da war der doch. Ja, schade. Ja, okay, also wir gehen in die zweite Hälfte mit einer Runde Rückstand. Eigentlich ist das immer noch machbar, also je nachdem, wie wir jetzt hier stehen auf CT. Aber die Kommunikation ist eh scheiße, von daher müssen wir eigentlich Algobi. Also ich glaube, wenn man hier als CT schlecht oder gar nicht miteinander kommuniziert, dann hat man eigentlich schon verloren. Ja, jetzt gehen Ja. die. One more way. Go away. Sie sind dumm. Short. Short. He's on A. Ja, es heißt ja nicht umsonst taktischer Shooter oder Taktik-Shooter. Eigentlich muss man hier sich wirklich meistens absprechen und das ist echt kacke, wenn das Team es nicht tut, aber noch stehen die Chancen gar nicht so schlecht. Retake gegen 2. Die müssen sich halt nur zusammen, ja genau, zusammen irgendwie agieren und halbwegs decken. Und nicht gegenseitig anschießen oder blocken oder so. Aber ja, also erste Runde hier wieder gewonnen. Also was heißt wieder, aber erste Runde gewonnen. Die Terroristenrunde, die allererste Runde hatten wir verloren. Aber jetzt steht es wieder unentschieden. Und jetzt haben wir zumindest gute Chancen, um ja, hier ein bisschen in Führung gehen zu können. Ich gehe Short, aber ja. He's four spike. Oh my god. Three guys short, long, long, three guys long, four guys long, four guys long, all long, I think. Long. Yeah. Yes. Da hatten die wohl Force bei gemacht, aber der hat ihnen jetzt nicht so geholfen. War das jetzt mein erstes MVP? Fuck the Cheater, lol. Naja, was kann ich dazu machen, sagen? Es ist echt arm. Ich bin der schlechteste Spieler irgendwie seit, keine Ahnung. Die schreiben, ich cheate. Also ich gehe davon aus, dass ich gemeint war. Die haben wieder geforstet. Bomber auf B. What the fuck are you doing? Ja, die schießen sich gegenseitig ab. Ja, man will es ja auch dem Gegner nicht zu einfach machen, gell? Also dieses Match wird in die Geschichtsbücher eingehen, in dem Forti als Cheater bezeichnet wird, nachdem er selber irgendwie Wenn seit du ein, jetzt zu zwei. lang gehen, hast du einen guten Spawn.
Ja, okay. Nachdem er selber irgendwie seit, ich weiß nicht wie lange, nicht mehr gespielt hat und total schlecht spielt, aber für das Niveau reicht's halt eben noch. Don't rush, man, don't rush. Kill it. Yeah, man, two guys. Ja, Schurz ist durch, aber. Einer steht. Ja, genau, er weiß, dass ich da gerade rauskomme. Von wegen. Ich wusste, dass er noch T-Base steht mit AWP, aber. Lol. Also das war ein mega Lackschutz. Let's go to her. Lol. Einfach reinsprayen. Ja, die gehen jetzt zwar. Oder? Behind you. LOL! Was ist mit denen? Es ist, glaube ich, auf A. Aber vier Leute hatte da in der Mitte weggeburstet. Mit 22 HP und einer P90. Yo, don't have time, man. Lass ihn doch spielen. Ich weiß. Ja, das hätte nicht sein müssen, dass wir jetzt so verkacken an die Runde. Steht ja noch einiges auf dem Spiel. Anyone can drop me. Ja, dafür habe ich jetzt keine Bomben und nix. Also Granaten natürlich. Ich werde jetzt hier möglichst defensiv stehen. Naja. Dann. Ey, nicht blocken. Don't face him. Ich, ja, hab ein bisschen Angst hier vor der AWP im Pit. Bleibt der schon lang, ich stehe unten Juni. Kannst du sagen, wenn er kommt, wird. Onspot, er ist Onspot. Oh, ich bin der Letzte. Schön. Flamme mich halt, flamme mehr. Hier safe. Platoon ein. Nope. Shut up, you are the noob. Nope. Oh, wieso treffe ich den nicht? Oh mein Gott. Ich treffe einfach nicht. Simple Faker, just shut the fuck up, okay? Ach,
Scheiße, Mann, immer die Autos, ne? This is it, my friends. Throwing smoke. Smoke. Throwing smoke. What? Short. Also das geht mir halt echt auf den Sack, das kann ich nicht ausstehen, wenn dann gleich das Geflame losgeht. Weißt du, der selber hat weniger Frags hier und fühlt sich, ja, auf einmal haben die hier angemacht, und fühlt sich halt, keine Ahnung, wie der King oder so. Ich war der Letzte, was soll ich denn gegen zwei Leute, klar kann ich das machen, aber hatte ich halt keinen Bock drauf, fertig. Da muss man nicht rumflamen. Auch wenn wir hier gleich verlieren, also das ist mir dann halt auch relativ egal. Also das macht mich ein bisschen aggro, wenn das Team sich gegenseitig flamet. Das versaut das ganze Spiel halt. Das macht einfach keinen Spaß. Das ist halt Kindergarten. Weißt du, der spielt auf B und verkackt B. Meistens hier. Keine Ahnung. Ja, aber keiner flamet halt. Also ich meine, es muss halt keiner flamen. When you buy all round, man. Wenn hier Pro-Gamer unterwegs sind, die können alles machen, was sie Bock haben. Ja, der kauft auch. Egal, dann soll er halt kaufen, ist mir dann auch latter. Muss aber einer mit sich machen. Ja. Ach komm. Tramper. Ja. Simple, shut up. Ja. No, Barak, do you don't go long. I'm going long. Shut the fuck up. Move it, move it. You're so bad. Ich muss hier gleich alle nicht flamen, muten natürlich. Es gibt halt immer was so rumzuheulen, Spacko. Schwamm da. Geht die Lower? Jo. Ich geh tief. Ja, der wird jetzt wohl sterben. Aber Simple muss ich leider muten, also keine Ahnung, das regt mich voll auf. Es möchte gern, like, sich wie so ein Pro-Gamer nennen. Ich hab da noch ein paar Leute, was mal klar. Und dann die anderen flamen mir. Ich habe ihn ja nur so eingeladen, aber es ist wenig. Also 1000%, dass das nicht der echte ist. Von daher werde ich den jetzt gleich wieder von der Freundesliste entfernen. Das muss halt nicht sein. Es ist doch schon gesmoked. Warum? Warum? Wird halt definitiv. Hallo Leute, was macht ihr hier? Nicht alle short gehen.
Don't peek. Irgendwo ist ein AWP von den T-Base oder so, ja, sag ich doch. Ja, der ist noch lang vor lang oben. Geht lang rein. Ist lang drin. Mit der Bombe geht lang. Ist going long with the bomb. Hat noch Arbeit. He's inside the pit. Ich hab wieder MVP. Ja. Ja, siehst du, wenn man sich nicht flamet und vor allem wenn man den Flamer gemutet hat, dann geht doch alles. Easy. Aber man sieht halt auch, ne, also wir spielen hier überwiegend so Goldnova-Bereich. Und ich will halt nichts sagen, aber die Leute, ne, also die Leute, spielen halt einfach nicht. Flash long, flash long. Was wollte ich sagen? Long, long. Oh, fuck. Die Leute spielen halt scheiße. Geht aber mit der, geht lange eben nicht raus. Weil. He don't go long. He's going back to please. Weil die mich nicht mal ausreden lassen. Ich bomb the shore. Ah! Ich hab ihn nicht getroffen, nice. Nein, was ich sagen wollte, die sprechen sich halt nicht ab. Die halten ihre Positionen nicht. Die spielen halt irgendwie zu viert auf einer Position hier, wie vorhin auf A. Das verstehe ich halt nicht. Ich war ja von Anfang an short halt, ne? Und dann, ja, raff ich halt nicht, warum da auf einmal drei Leute bei mir stehen. Schön. Yeah. Good job. Nice. Und das ist mein drittes MVP. Anyone can drop me? M4. Ja, ich hätte auch gekonnt. Thank you. Ja. Jetzt fühlen wir wieder. Ich meine, das kann natürlich immer noch alles passieren, aber das sollte jetzt doch langsam hier sich eingespielt haben. Naja, also. Where you pick all time limit? Okay, it's B. One T-Spawn. On the right. Mit, mitten. Mann, ich treff ihn nicht. Alter, ich bin mit dir vor, mitten. Unten. Lower. Ups. Ja, so viel dazu. Auf einmal steht es wieder 13-13. Ich meine, 12-13, 13-13 ist ja eh alles derselbe Mist. Warum verrecken die alle? Warum? Ich verstehe nicht. Guck dir die an, das halbe Team hat keine Dingens, kein Geld. Ja. Ja, hatte ich jetzt nicht vor zu droppen, aber egal. Jetzt haben die gekauft. Ich wollte eigentlich eine P90 droppen. Toll. Jetzt muss ich durch meine eigene Smoke. One T-Spawn. Ja, yeah, he gives me the headshot. Hey, der hat mir Headshot im L... Mann. Bomb down B. Ja, warum? 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 Ey. Noobs.
Ich meine, das ist halt echt doof, da einfach reinzulaufen. Ich dachte, der RVP ist weg. Barra, can you drop me? P90 or anything else? Yeah, thank you. Look and load. Ich komme jetzt kurz, also lang, kurz. Ja, yeah, kein Ding. Ah. Wo, was? Ich treffe nicht! Pit, lange Pit. Too long. Ja, three short, too long, short. Ich raff das nicht. Warum spiele ich AWP, wenn ich einfach nichts treffe? Krass. Also das war jetzt ein bisschen überraschend. Drei Schüsse und alle gehen sonst wohin. Traurig. Komm, wir müssen das hier noch schaffen. Oh, that's great. Ja. Go there. Go there. Was meint er? Ja, das ist unklug. Das ist, bringt eigentlich nichts. Ja, der kann das nicht machen gegen zwei Leute. Eine AWP und so. Jetzt wird's echt noch eng. Und wenn wir das Ding nicht verlieren, dann ist alles schon, ja, ist das schon krass. Und wir kaufen wieder, also, ach komm. Die Leute wissen nicht, was eine Eco ist, ey. Und pieken die ganze Zeit Mitte. Ich werde mich zurückziehen. SB. Tunnel. Drei Leute habe ich mir weggeschaut. Weggelackt. Ich stehe das durch, Mann. Was? Ja! Mann! Naja, scheiße gesmoked. Scheiß Basti, ey. Shut the fuck up, Erika. You are fucking noob in this game. Do you know this? Flamerama. Ja. No, we don't have money. Wir machen jetzt letzte Runde Deagle Power. So. Ja, dann verlieren wir halt, ist auch egal. Aber ich lade das trotzdem hoch, ich fand das lustig. Ach komm. Wie kann er mich denn töten? Naja gut, jetzt haben wir verloren. Aber das Game war trotzdem lustig. Also ich weiß gar nicht, warum man sich hier aufregen muss. Also ich hatte Spaß. Weniger Flame, mehr Spielen, auch wenn man verliert. Also als Team macht das halt einfach mehr Spaß, klar. Es ist halt doof, dass man sich gegenseitig flamet, nur weil man halt, ja, vielleicht nicht trifft oder schlecht spielt. Oder ich meine, ohne Absprache ist es sowieso schwierig, ein Game zu gewinnen. Auch... Ja, das, genau so meine ich das. Yes. Bis denn.